Smearstock. Toni Teufel. Franz für Toni, bitte kommen. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Toni, rein! Ich verstehe dich doch gar nicht, Süße. Fährst du in die nächste Stadt? Ja. Okay. Aber damit das klar ist, keine linken Nummern. Willst du mal anfassen? Oh Mann, das sieht aber gefährlich aus. Das sieht nicht nur so aus. Frauen, die hier alleine rumgurken. Ne? Ich gucke hier auch nicht alleine rum. Ich besuche meinen Vater. Ist dein Vater Türke? Nee, der hat eine Spedition hier. Heißt Franz Meerstonk. Du bist die Tochter von Franz? Ja. Wieso, kennst du ihn? Ja. Wie lange hast du ihn denn nicht mehr gesehen?
ganze Ewigkeit. Der hat meine Mutter damals einfach sitzen lassen, der Sack. Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt eine Tochter hat. Das ist ja wohl ein Hammer. Weißt du, warum ich keine Frau habe? Weil ich diesen Job habe. Würdest du mich heiraten? Na also. Das soll nicht heißen, dass ich nie eine Freundin hatte. Zum Beispiel in Südafrika hatte ich mal eine. Ach komm. Doch, in der Nähe von Durban. Die ist ein halbes Jahr mit mir auf dem Trag rumgefahren. Als das zu Ende war, war ich fertig. Muss ich 4 Wochen zur Kur. Der Toni hat jetzt noch 5 Minuten, dann fahre ich. Der weiß nicht, dass du kommst, oder? Nee, soll eine Überraschung werden. Kann ich bitte Herrn Mestung sprechen? Sie heißt Mestung. Guten Tag, Bahami hier. Ich rufe wegen neuer Lieferung an. Sie muss diesmal nach Tire gebracht werden. Wir bringen alles überall hin, Herr Bahami, das wissen Sie doch. Wohin? Baumwollspinnerei Tire. Sie kennen sie ja. Hat geschäftliche Gründe. Gut. Ach, Sie sind selber da. Schön, dann sehen wir uns mal wieder. Übrigens, schönen Dank für den Scheck. Das sind wir von unseren Kunden gar nicht gewöhnt, dass sie so pünktlich bezahlen. Und wissen Sie, worüber wir uns am meisten gefreut haben? Dass der Scheck auch gedeckt war. Bis bald. Güzel. Aferin sana. Rolünü çok güzel oynadın. Biliyorum. Kenne ich. Das ist keine Straße, das ist eine Teststrecke. 150 Kilometer weniger, das kannst du dir überlegen. Ja, ja. Wo bleibt der Kerl? Der ist jetzt den dritten Tag bei seiner Perle. Das muss man sich mal vorstellen. Ist doch nicht normal. Jeder Mensch wird irgendwann mal müde. Er ist eben verliebt. Ja, soll man so weitermachen. Wenn wir den Job verlieren, braucht er aus dem Bett gar nicht mehr aufzustehen. Dann kann er liegen bleiben bis zur Rente. Sag mal, Partner, wo bleibst du? Kaum triffst du eine Frau, schon verlässt dein Verstand deinen Körper. Haben wir eine gemeinsame Firma oder nicht? Kannst mal kurz ruhig sein, ich bin zu spät, weil ich dir jemanden mitgebracht habe. Mir? Ja. Jemand mitgebracht? Ja. Hallo, Papa. Verarschen die einen auch noch? Lilly? Ich heiße Elisabeth. Ich werde sofort verrückt. Lilly! Kind! Du siehst ja geschossen aus. Du in der Türkei? Was hat er denn? Das kann man doch wohl verstehen, oder? Wo ist denn deine Mama? Zu Hause. Dann bist du ja quasi ganz alleine hier. Mhm. Wie sieht's aus? Hast du ein bisschen Zeit für mich? Klar. Was denkst du denn, wo du schon mal da bist? Das ist ein ganz ungünstiger Augenblick. Wir müssen sofort nach Tire. Naja,
Wäre ja auch ein Wunder gewesen. Ja, und wie wär's, wenn wir sie mitnehmen? Du meinst auf den Lastkraftwagen? Ja, klar. Ja, klar, ja, ja. Wo hast du das Geld her? Von Mama. Wir hatten ein bisschen Krach. Und da habe ich ihre Kreditkarte genommen. Ich kann ihre Unterschrift perfekt nachmachen. Das hat sie von dir. Die Kreditkarte rührst du nicht an. Wenn du Geld brauchst, kriegst du welches von mir. Weiß deine Mutter wenigstens, dass du in der Türkei bist? Sie denkt, dass ich bei einer Freundin bin in Paris. Das müssen wir aber klären, Lilly. Ich glaube, das müssen wir nicht klären, Papa. Das hat sie auch von dir. Du hast jetzt Pause. So. Da bist du einfach so alleine losgefahren. Aber du weißt, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich wollte dich halt sehen. Wir sind hier schließlich im Orient. Und es sind doch keine Menschenfresser. Doch, das sind sie. So süße kleine Mädchen wie dich fressen die ganz gerne mal. Mit Haut und Haaren. Lilly, ich habe vorhin in der Eile was vergessen. Einen kleinen Moment. Steig doch mal aus. Neredeyse burada olurlar. Hazır olun. Analana abi ya. Bırakın yürüsünler. Schauspielerin. Ja, ich gehe nach den Ferien auf eine Schule. Aber jetzt muss ich mir erst mal alles anschauen. Aber Lilly, das ist doch kein Beruf. Willst du nicht was Ordentliches lernen? Das ist doch was Ordentliches. Soll ich in deiner Meinung nach lernen? Hauswirtschaft? Außerdem habe ich Talent, sagen alle. Ziemlich große Klappe hast du. Weil ich dich schon die ganze Zeit fragen will, Lilly. Hast du irgendwas mit den Füßen? Du hast doch keine Ahnung. Die müssen so sein. Ich finde die auch schön. Was soll denn das jetzt wieder? Halt ihn! Halt ihn! Los, darüber! Was wollten ihr von uns? Wir haben doch gar nichts geladen. Das muss eine Verwechslung sein. Wir haben nur Stoffballen hinten drin. Halt's Maul! Ja, oder wollt ihr den Truck? Ja, wollt ihr Geld? Rudern! Oh! Mann, ey, hast du das gesehen?
Du warst schon als Kind ein bisschen verrückt. Wo hast du die Pistole her? Die habe ich dem Typen da drin abgenommen. Ich habe dem eins mit dem Schraubenschlüssel über den Kopf gezogen. Können wir jetzt weiterfahren? Mit so einem Ding kann man Menschen umbringen. Ist dir das klar? Gib her. Ich möchte mal wissen, was dir so durch den Kopf geht. Ich hab dir doch gesagt, dass ich eine gute Schauspielerin bin. Du hättest uns alle umbringen können. Wenn die zum Beispiel nicht abgehauen wären, sondern zurückgeschossen hätten. Mann, Franz, hör doch mal auf. Immerhin hat sie uns gerettet. Ohne sie wären wir da nie rausgekommen. Mallar nerede? Birazdan burada olur patron. Kaybolun çabuk. Ben alırım. Dieser Hosseini. Hatten Sie eine angenehme Fahrt? Danke. Ich bin der Kompagnon von Herrn Bahami. Ich soll die Ladung übernehmen. Ach, Sie waren. Das ist aber neu, dass der Bahami einen Kompagnon hat. Der wollte doch eigentlich seinen Laden unbedingt allein führen. Ja, unvorgesehene finanzielle Schwierigkeiten. Und wo ist er denn jetzt? Leider verhindert. Laden Sie hier ab. Moment mal. Wir sind Tracker und keine Packer, okay? Also abladen müssen Sie schon selber. Solange Herr Bahami nicht da ist, passiert sowieso nichts. Wie lange dauert es? Ich würde dann ziemlich gern schon mal ins Hotel gehen und duschen. Wieso denn Hotel? Na, ich muss mich da irgendwie waschen, oder meinst du, ich will so riechen wie ihr? Nehmen Sie schon mal mit rüber ins Café, ich komme nach. Aber beeil dich, ja? 10 Minuten bin ich da. Dann suchen wir für dich ein Hotel mit Dusche und allem drum und dran. Danke, Papa. Ich wusste doch, dass du der Größte bist. Tu mir einen Gefallen, ruf deine Mama an. Dass wir uns nicht missverstehen. Ich habe Frachtverträge, nach denen muss ich mich richten. Die Ladung wird an Herrn Bahami persönlich übergeben. Wenn der nicht da ist, will ich wenigstens eine Vollmacht sehen. Sie machen Witze. Guter Mann. Die Kleine ist meine Tochter. Die ist zu Besuch. Die habe ich 15 Jahre lang nicht gesehen. Also vergeuden Sie nicht meine Zeit, sonst nehme ich den ganzen Kram morgen wieder mit nach Adana. Kommen Sie. Nur weil ein Stück Papier fehlt, das glaube ich Ihnen nicht. Das brauchen Sie gar nicht zu glauben. Das werden Sie erleben. أشهد أن محمد رسول الله. Hallo, Eva. Hallo, Franz. Nein, ich bin's, Luise. Wir sind hier in Tire. Und weißt du, wer nicht da ist? Bahami. Krieg du mal raus, ob da vielleicht irgendwas passiert ist. Ja, vielleicht steckt er in einer Polizeikontrolle. Und wie sollte ich denn herausfinden, wo er ist? Indem du in Istanbul anrufst. Da ist seine Hauptfiliale. Nee, hier im Büro meldet sich keiner. Gut. Ich rufe dich in einer Stunde wieder an. Okay. Teşekkür. Teşekkür.
deine Mutter erreicht? Nee, keiner zu Hause. Nimm mal einen Schluck. Merhaba, Usta. Merhaba. Oh. Çok güzel. Çok güzel. Küçük inci. İnci. Kaç lira? 50 bin lira. 50.000? 50 bin lira. Was machen wir da? Teşekkür. Entschuldigung. Er hat wirklich keine Frauen? Er glaubt, dass man in unserem Job keine Frau haben kann. Ja, aber ist es nicht langweilig, ständig arbeiten und keine Frauen? Also ich langweile mich nicht. Meinst du, er bleibt die nächsten Jahre in der Türkei? Ich glaube schon. Danke. Dankeschön. Schmeiß keinen Zucker rein, sonst wird er wieder zu viel. Ja, guck mal, hier ist er unabhängig und sein eigener Chef verdient genügend Geld. Was soll er mehr? Schade. Ich hätte ihn schon ganz gerne ein bisschen öfter gehabt. Aber das sagst du ihm nicht, ja? Nein. Sag mal, wo sind denn die Toiletten? Rechts auf dem Hof. Okay. Bis gleich. Erzählt? Über mich? Nein. Nein? Fang doch bloß mit dir an. Ich sehe dich noch vor mir stehen mit der Schultüte. Als wäre es gestern gewesen. Ich muss mich um sie kümmern. Mach dir mal keinen Stress. Natürlich musst du dich um sie kümmern. Guck mal, was ich ihr gekauft habe. Eine kleine alte Kanne. Ist die nicht süß? So schenkt man seiner Mutter, nicht seiner Tochter. Ich muss ihr irgendwas schenken. 15 Jahre lang hat sie nichts von mir zum Geburtstag gekriegt. Die will dich kennenlernen. Du musst mit ihr reden. Ja, ich muss mit ihr reden. Das habe ich schon befürchtet. Worüber soll ich mit ihr reden? Hm? Und die weiß doch gar nichts von dir. Du gehst mit ihr essen, sie erzählt dir was von sich und du erzählst ihr was von dir. Hm? Ich meine, sind das nicht die Typen, die uns überfallen haben? Lilly!
Lilly! Warum hast du nicht auf sie aufgepasst? Soll ich nicht auf sie aufpassen? Weil sie jetzt weg ist, Mann. Sie ist doch nur auf die Toilette gegangen. Was hätte ich machen sollen? Mitgehen oder was? So ein Reklamearmband vom Dampfbad. Meine Kleine, du bist hier gut aufgehoben. Ich warne euch, mein Vater wird euch umbringen. Dazu muss er dich aber erst finden. Meinst du nicht auch? Kapatun. Oh. Aber nicht gut aus. Guck dir das an. Ja, was soll denn das? Warum schmeißen die das ganze Zeug auf die Straße? Das ist mir jetzt scheißegal. Wir müssen Lilly finden. Die suchen doch nicht Lilly, die suchen ganz was anderes. Ja, aber was? Ja. Ich sehe, Sie haben ausgeladen. Sehr witzig. Wo ist meine Tochter? Aber mein Herr, warum so böse? Vielleicht kann ich Ihnen helfen, Ihre Tochter zu finden. Aber ich muss zuerst wissen, wo die Ware ist. Die liegt doch hier rum. Sie wissen genau, wovon ich spreche. Nein, das wissen wir nicht. Sie halten sich für besonders schlau, was? Wenn ich in 24 Stunden mein Gold nicht habe, kann ich leider für Ihre Tochter nichts mehr tun. Wo ist sie? Sie wollen doch kein Aufsehen erregen. 24 Stunden. Und denken Sie daran. Junge Mädchen sind begehrt. Und gehen Sie nicht zur Polizei. Sonst werden Sie sie nicht mehr finden. Was ist der? Was faselt der von Gold? Ich war selbst dabei, wie wir 120 von diesen Stoffballen aufgeladen haben. Wenn ich auch nur ein Krümel Gold hätte, würde ich es dir vorne und hinten reinschieben, du Arschloch. Ja, da steckt doch der Bahami dahinter, Mensch. Warum fragen wir den nicht mal? Weil er nicht da ist, Mann. Ich habe ihr gesagt, pass auf, es kann immer was passieren. Und? Buyurun, ne istemiştiniz? Kiraya kapalıysa oraya giremezsiniz beyefendi. Merhaba. Ich habe hier so eine Art Hundehalsband und suche den passenden Hund dazu. Ah, das wird gar nicht so einfach. Ihr habt ja alle so ein Ding. Deutsch kannst du wohl nicht. Suchen Sie hier Ihre Tochter? In einem Männerbund? Wenn sich herausstellt, dass du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast, hast du zum letzten Mal in einem Männerbad gebadet. Langsam, langsam. Wie haben Sie eigentlich hier gefunden? Das hat einer von deinen Ganoven verloren. Ich hatte mit einer wichtigen Nachricht gerechnet. Ich hab das Gold. Na also, ich habe mir schon gedacht, dass eine halbe Tonne Gold nicht so einfach verschwinden kann. Erst will ich meine Tochter sehen. Die haben wir gut aufbewahrt.
Kommen Sie mit. Papa! Wie geht's dir, meine Süße? Ach, nicht so gut. Ist ganz schön langweilig hier. Merstung, ich warte auf Ihre Antwort. Warum bist du nicht bei Toni geblieben? Ich hab dir gesagt, nimm dich in Acht, es ist gefährlich, hier alleine rumzureisen. Aber ich fahre doch schon seit Wochen allein durch die Gegend und mir ist noch nie was passiert. Erst seitdem ich bei euch bin, passiert ständig was. Also, Sie haben jetzt Ihre Tochter gesehen. Wo ist die Ware? Herr Bahami. Die besten Preise erzielt man für Blonde. Aber die Dunklen gehen auch, wenn sie jung und frisch sind. Also gut, ich gebe auf. Kennen Sie das alte Lagerhaus im Lederviertel? Da liegen in einer Ecke Autoreifen. Darunter ist es versteckt. Ja. Wenn das nicht stimmt. Hier rüber. Es tut mir leid, Herr Melstung. Ich weiß es nicht, was die von mir wollen. Papa, ich will raus hier. Ich auch. Ich brauche mal bloß 2 Minuten aus den Augen zu lassen, schon passiert was, wenn das deine Mutter erfährt. Ich höre dich schon jammern. Sie muss es ja wohl nicht erfahren, oder? Herr Bahami, unter Geschäftsfreunden. Es sieht doch so aus, als ob die in unserer Ladung Schmuggelware suchen. Haben Sie irgendwas damit zu tun? Sehe ich wie ein Schmuggler aus? Was suchen Sie hier? Ich bin Geschäftspartner von Herrn Bahami. Aha. Deshalb durchsuchen Sie sein Büro? Ja, die Tür stand ja offen und ich dachte, er hat mir vielleicht eine Nachricht hinterlassen. Aha, eine Nachricht. Und haben Sie sie gefunden? Nee, bis jetzt nicht. Mitkommen. Scheiße. Spediteur, wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Wir haben eine Ladung für Herrn Bahami. Was für eine Ladung? Ah, Stoffe. Jetzt fahren Sie doch endlich selbst raus zur Baumwollspinnerei. Da steht der Truck und dann können Sie sich überzeugen. Kennen Sie diesen Husseini? Nein, ich habe ihn vorher nie gesehen. Was wollte er? Er wollte, dass wir ihm die Ladung übergeben, aber wir können sie nur Herrn Bahami überlassen. Passen Sie mal auf. Herr Bahami ist ein angesehener Geschäftsmann in diesem Stadt. Wenn Sie mit seinem Verschwinden etwas zu tun haben, dann kriegen Sie Ärger. Ist das Ihnen klar? Ja. Kommen Sie. Sie müssen was beschreiben. Ganz ruhig.
fährst mich jetzt dahin, wo ihr das Mädchen hingebracht habt, klar? Fahr los. Fahr los! Göstereceğim odamıza! Beni kandırmak ne demekmiş soracağım ona! Yürü! Allah kahretsin! Wir hatten wirklich ein Vertrauensverhältnis. Ich kapiere das nicht. Wieso sie mir was verheimlichen? Es wird sich alles aufklären, Herr Mestung. Papa, kannst du mich mal 2 Minuten aus den Augen lassen? Mach keinen Blödsinn. Sie sind der Einzige, der was aufklären kann. Ihr seid immer so ungeduldig. Tag. Eine Zigarette für mich? Wenn man sie 2 Minuten aus den Augen verliert, schon passiert was. Das Familientreffen ist beendet, Herr Mestung. Wo habt ihr Lilly hingeschleppt? Wir waren in der Lagerhalle. Wir haben alles durchsucht. Aber da war nichts. Das war sehr lustig, wirklich. Nur schade, dass ich völlig humorlos bin. Mach schon. Ey, auf dich warte ich, Toni Teufel. Franz? Wo ist Lilly? Die haben sie mitgenommen, wir müssen hinterher. Komm rein. Bahami, Sie sind der Einzige, der weiß, wo dieses verdammte Gold versteckt ist. Wenn der Kleinen was passiert, das ist Friedhof und das ist Krankenhaus. Klar? Erstmal zur Polizei. Ich habe schon angerufen, die sind unterwegs. Umso besser. Franz, mit dem Auto geht's nicht. Wir bleiben in den engen Gassen stecken. Aber die auch. Das ist unsere Chance. Komm, ich weiß, wo es lang geht. Kapanır.
Gündüz gözüyle yol kapanır mı? Ali! 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 Rossini, keine Bewegung. Lass sie am Finger baumeln. So ist gut. Sag deinem Kumpel, er soll es genauso machen. Alev! Şimdilik teslim oluyoruz. Umar schon! Meine Süße. Oh, Papa. Leg die Waffen ab. Wer hat angerufen? Ich. Wo sind die Gangster? Hier, bitte. Ist Ihnen klar, dass Sie hier korrekt Anklage erheben müssen? Jawohl. Weswegen? Zum Beispiel wegen Freiheitsberaubung. Das Glück ist Klammerse. Die haben meinen Vater und mich eingesperrt. Klammer. Unerlaubter Waffenbesitz und Wegelagerei. Kann uns Susilach Tashima. Die haben uns auf offener Straße überfallen. Was denn? Hinzu kommt Mädchenhandel. Kadın ticareti. Ja, der wollte mich verkaufen. Ne kadar da utanmaz adamlarmışsınız. Götürün! Tu deinem Vater mal einen Gefallen und hol ihm eine schöne Zigarre. Na, Hosseini? Verräter, Singvögel. Verlasst euch drauf. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. In den nächsten paar Jahren werden wir uns sicher nicht wiedersehen. Und in all den Jahren wird dein schöner roter Chevy auf der Straße im Regen stehen und verrosten. Willst du mir den nicht lieber verkaufen? Was willst du denn haben? 5 Millionen. Habe ich zufällig passend da. Hier. Das kannst du gebrauchen für die Knastkantine. Ist er vollgetankt? Ja. Die Papiere? Die liegen im Handschuhfach. Danke, na siehst du. Schnelles Geschäft. Bitte. Was willst du denn mit dem Schrottding? Das geht dich gar nichts an. Na, ich kann es mir sowieso schon vorstellen. Du kannst dir nichts vorstellen. Ist das bei euch immer so zu? Ja, eigentlich überhaupt nicht, Franz, oder? Lieber Herr Meerstonk, es tut mir leid, dass Sie meinetwegen solche Unannehmlichkeiten hatten und in große Gefahr gerieten. Aber zuletzt ist ja alles gut gegangen. Ich hoffe, dieses Extra-Honorar, $5,000, kann Sie für das Erlittene entschädigen. Ihr Bahami. PS, grüßen Sie Ihre reizende Tochter. Ich hoffe, sie wird das kleine Souvenir in Ehren halten. Was soll ich denn damit? Soll ich mir daraus eine Schürze nehmen? Ist da pures Gold eingewebt? Hättest du gedacht, dass unser ehrenwerter Bahami Gold schmuggelt? Und dann noch auf so eine raffinierte Tour? Dann bin ich ja reich. Und das auch noch an meinem Geburtstag. Och, das habe ich völlig vergessen. Ich gratuliere dir, mein Kind. Das hast du doch überhaupt nicht vergessen. Das habe ich wohl vergessen. Deswegen wolltest du ihr doch den alten Chevy schenken. Ich wollte ihr keinen Chevy schenken. Komm mal mit.
Ja? Danke. Nein. Ich denke jetzt die nächste Woche darüber nach, wo wir beide mit dem Chevy hinfahren. Du rufst endlich deine Mutter an und sagst ihr, wo du bist. Papa, kannst du sie nicht bitte anrufen? Hilde, wieso sollte ich sie plötzlich erziehen wollen? Sie ist 18 Jahre und basta. Ja. Ja, nächste Woche schicke ich sie zurück nach Hause. Du kannst dich drauf verlassen. Hör jetzt bitte mit dem Thema auf. Schließlich ist sie auch meine Tochter. Das musst du mal kapieren. Was? Mir? Mir geht's gut. Die Geschäfte laufen gut. Und dir? Na, ist ja prima. Dann wollen wir uns mal so langsam verabschieden, Hilde. Ja, ich sage ihr, dass sie dich anrufen soll. Jeden Tag 10-mal. Tschüss. Tschüss. Wo ist sie? Weg. Doch nicht schon wieder? Ja. Ich soll dir mal was geben hier von ihr. Hier. Lies mal vor. Lieber Papa, das war ein wildes und heftiges Wiedersehen. Und es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber vielleicht liegt es daran, dass du anders bist, als ich gedacht habe. Und ich eben anders, als du gedacht hast. Ich glaube, du willst mich immer noch erziehen, aber ich bin doch schon erwachsen. Alles Quatsch. Hier. Trotzdem, es war wunderbar und ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht schon viel früher bei dir sein konnte. Sei nicht böse, wenn ich einfach so verschwinde. Ich werde noch ein paar Tage hier rumfahren und dann ab. Mach's gut, deine Lilly. PS, ich liebe dich. Meinst du, ich hab was falsch gemacht? Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Toni, nein! Thank you.
Benedikt. Ich verstehe dich doch gar nicht, Süße. Fährst du in die nächste Stadt? Ja. Okay. Aber damit das klar ist, keine linken Nummern. Willst du mal anfassen? Oh Mann, das sieht aber gefährlich aus. Das sieht nicht nur so aus. Frauen, die hier alleine rumgurken. Ne? Ich gucke hier auch nicht alleine rum. Ich besuche meinen Vater. Ist dein Vater Türke? Nee, der hat eine Spedition hier. Er heißt Franz Merstonk. Du bist die Tochter von Franz? Ja. Wieso, kennst du ihn? Ja. Wie lange hast du ihn denn nicht mehr gesehen? Eine Ewigkeit. Der hat meine Mutter damals einfach sitzen lassen, der Sack. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt eine Tochter hast. Das ist ja wohl ein Hammer. Meinst du wohl, warum ich keine Frau habe? Weil ich diesen Job habe. Würdest du mich heiraten? Na also. Das soll nicht heißen, dass ich nie eine Freundin hatte. Zum Beispiel in Südafrika hatte ich mal eine. Ach komm. Doch, in der Nähe von Durban. Die ist ein halbes Jahr mit mir auf dem Truck rumgefahren. Als das zu Ende war, war ich fertig. Muss ich 4 Wochen zur Kur. Der Toni hat jetzt noch 5 Minuten, dann fahre ich. Der weiß nicht, dass du kommst, oder? Nee, soll eine Überraschung werden. Kann ich bitte Herrn Merstonk sprechen? Sie heißt Merstonk. Guten Tag, Bahami hier. Ich rufe wegen einer neuen Lieferung an. Sie muss diesmal nach Tire gebracht werden. Wir bringen alles überall hin, Herr Bahami, das wissen Sie doch. Wohin? Baumwollspinnerei Tire. Sie kennen sie ja. Hat das Geschäft sich gegründet. Gut. Ach, Sie sind selber da. Schön, dann sehen wir uns mal wieder. Übrigens, schönen Dank für den Scheck. Das sind wir von unseren Kunden gar nicht gewöhnt, dass sie so pünktlich bezahlen. Und wissen Sie, worüber wir uns am meisten gefreut haben? Dass der Scheck auch gedeckt war. Bis bald. Güzel. Aferin sana. Rolle çok güzel oynadın. Biliyorum.
Tour kenne ich. Das ist keine Straße, das ist eine Teststrecke. 150 Kilometer weniger, das kannst du dir überlegen. Ja, ja. Wo bleibt der Kerl? Der ist jetzt den dritten Tag bei seiner Perle. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch nicht normal. Jeder Mensch wird irgendwann mal müde. Er ist eben verliebt. Ja, soll man so weitermachen. Wenn wir den Job verlieren, braucht er aus dem Bett gar nicht mehr aufzustehen. Dann kann er liegen bleiben bis zur Rente. Sag mal, Partner, wo bleibst du? Kaum triffst du eine Frau, schon verlässt dein Verstand deinen Körper. Haben wir eine gemeinsame Firma oder nicht? Kannst mal kurz ruhig sein, ich bin zu spät, weil ich dir jemanden mitgebracht habe. Mir? Ja. Jemanden mitgebracht? Ja. Hallo, Papa. Verarschen die einen auch noch? Lilly? Ich heiße Elisabeth. Ich werde sofort verrückt. Lilly! Kind! Du siehst ja geschossen aus. Du in der Türkei? Was hat er denn? Das kann man doch wohl verstehen, oder? Wo ist denn deine Mama? Zu Hause. Dann bist du ja quasi ganz alleine hier. Mhm. Wie sieht's aus? Hast du ein bisschen Zeit für mich? Klar. Was denkst du denn, wo du schon mal da bist? Das ist ein ganz ungünstiger Augenblick. Wir müssen sofort nach Tirol. Naja, wäre ja auch ein Wunder gewesen. Ja, wie wär's, wenn wir sie mitnehmen? Du meinst auf dem Lastkraftwagen? Ja, klar. Ja, klar, ja, ja. Wo hast du das Geld her? Von Mama. Wir hatten ein bisschen Krach. Dann habe ich ihre Kreditkarte genommen. Ich kann ihre Unterschrift perfekt nachmachen. Das hat sie von dir. Die Kreditkarte rührst du nicht an. Wenn du Geld brauchst, kriegst du welches von mir. Weiß deine Mutter wenigstens, dass du in der Türkei bist? Sie denkt, dass ich bei einer Freundin bin in Paris. Das müssen wir aber klären, Lilly. Ich glaube, das müssen wir nicht klären, Papa. Das hat sie auch von dir. Du hast jetzt Pause. So. Da bist du einfach so alleine losgefahren. Aber du weißt, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich wollte dich halt sehen. Und hier schließlich im Orient. Und es sind doch keine Menschenfresser. Doch, das sind sie. So süße kleine Mädchen wie dich fressen die ganz gerne mal. Mit Haut und Haaren. Lilly. Ich hab vorhin in der Eile was vergessen. Einen kleinen Moment. Steig doch mal aus. Neredeyse burada olurlar. Hazır olun. Onalanalım ya. Bırakın yürüsünler. Schauspielerin. Ja, ich gehe nach den Ferien auf eine Schule.
Aber jetzt muss ich mir erst mal alles anschauen. Aber Lilly, das ist doch kein Beruf. Willst du nicht was Ordentliches lernen? Das ist doch was Ordentliches. Soll ich in deiner Meinung nach lernen? Hauswirtschaft? Außerdem habe ich Talent, sagen alle. Ziemlich große Klappe hast du. Was ich dich schon die ganze Zeit fragen will, Lilly. Hast du irgendwas mit den Füßen? Du hast doch keine Ahnung. Die müssen so sein. Ich finde die auch schön. Was soll denn das jetzt wieder? Foto! Los, rüber! Was wollten ihr von uns? Wir haben doch gar nichts geladen. Das muss eine Verwechslung sein. Wir haben nur Stoffballen hinten drin. Halt's Maul! Ja, oder wollt ihr den Truck? Wollt ihr Geld? Rudern! Oh! Schon als Kind ein bisschen verrückt. Wo hast du die Pistole her? Die habe ich dem Typen da drin abgenommen. Ich habe dem eins mit dem Schraubenschlüssel über den Kopf gezogen. Können wir jetzt weiterfahren? Mit so einem Ding kann man Menschen umbringen. Ist dir das klar? Gib her. Ich möchte mal wissen, was dir so durch den Kopf geht. Ich habe dir doch gesagt, dass ich eine gute Schauspielerin bin. Du hättest uns alle umbringen können. Wenn die zum Beispiel nicht abgehauen wären, sondern zurückgeschossen hätten. Mann, Franz, hör doch mal auf. Immerhin hat sie uns gerettet. Ohne sie wären wir da nie rausgekommen. Burada olur patron. Kaybolun çabuk. Herr Hosseini, hatten Sie eine angenehme Fahrt? Danke. Ich bin der Kompagnon von Herrn Bahami. Ich soll die Ladung übernehmen. Ach, Sie waren. Das ist aber neu, dass der Bahami einen Kompagnon hat. Der wollte doch eigentlich seinen Laden unbedingt allein führen. Ja, unvorgesehene finanzielle Schwierigkeiten. Und wo ist er denn jetzt? Leider verhindert. Laden Sie hier ab. Moment mal. Wir sind Tracker und keine Packer, okay? Also abladen müssen Sie schon selber. Solange Herr Bahami nicht da ist, passiert sowieso nichts. Wie lange dauert es? Ich würde dann ziemlich gern schon mal ins Hotel gehen und duschen. Wieso denn Hotel? Na, ich muss mich da irgendwie waschen, oder meinst du, ich will so riechen wie ihr? Nehmen Sie schon mal mit rüber ins Café, ich komme nach.
Aber beeil dich, ja? 10 Minuten bin ich da. Dann suchen wir für dich ein Hotel mit Dusche und allem drum und dran. Danke, Papa. Ich wusste doch, dass du der Größte bist. Tu mir einen Gefallen, ruf deine Mama an. Ja. Dass wir uns nicht missverstehen. Ich habe Frachtverträge, nach denen muss ich mich richten. Die Ladung wird an Herrn Bahami persönlich übergeben. Wenn der nicht da ist, will ich wenigstens eine Vollmacht sehen. Sie machen Witze. Guter Mann. Die Kleine ist meine Tochter. Die ist zu Besuch. Die habe ich 15 Jahre lang nicht gesehen. Also vergeuden Sie nicht meine Zeit, sonst nehme ich den ganzen Kram morgen wieder mit nach Adana. Kommen Sie. Nur weil ein Stück Papier fehlt, das glaube ich Ihnen nicht. Das brauchen Sie gar nicht zu glauben. Das werden Sie erleben. أشهد أن محمد رسول الله. Hallo, Eva. Hallo, Franz. Nein, ich bin's, Luise. Wir sind hier in Tide. Und weißt du, wer nicht da ist? Bahami. Krieg du mal raus, ob da vielleicht irgendwas passiert ist. Ja, vielleicht steckt er in einer Polizeikontrolle. Und wie sollte ich denn herausfinden, wo er ist? Indem du in Istanbul anrufst. Da ist seine Hauptfiliale. Nee, hier im Büro meldet sich keiner. Gut. Ich rufe dich in einer Stunde wieder an. Okay. Teşekkür.